könnten wir aber gleich rausfinden. Indem wir die Fallmappe, den Schlüssel scheinen wir noch zu haben. Verschollen im Meer. So, und genau. Markierung setzen. Ah, die Markierung ist noch gesetzt. Das ist sehr gut. So, wahrscheinlich in die Richtung hier. Alter, laufen aber düstere Gestalten rum und außerdem ist es wirklich arschdunkel. Das ist jetzt nicht so eine Gegend, wo man sagt, so, ey, da würde ich Urlaub machen. Oh, die ganzen alten Fahrzeuge, hat natürlich ein bisschen was. Ah, 5 Patronen, die hat mich gleich angefallen und wollte gar nicht mit mir erst reden, ey. Nee, war kein Bock drauf. Sind alle generell hier irgendwie nicht so redselig? Ich bin mal gespannt, wo mich der Schlüssel hinführt. Ob das ein ganz normales Haus ist oder... Ja, gucken wir mal. Ich glaube, das war so eine Art Lagerraum oder so, was er meinte, ne? Machen Sie das nicht nochmal! Ja, gucken, wir testen jetzt mal mehrere Türen. Quartier der Expedition. Okay, ich hab's gefunden. Ich hab gar keinen Schlüssel gebraucht irgendwie. Den Schlüssel werde ich nicht mehr brauchen. Ach, alles klar, sagt er jetzt auch selber. Ist immer noch so, dass hier was im Keller ist. Muss irgendein Hinweis sein. Teilweise verbrannte Ladeliste. Okay. Warum greift er mich an? Ich habe ihn doch geschützt. Verstehe ich nicht. Das war doch der, oder war das ein anderer? So ein Schießpulver. Ja, das haben wir rausgefunden. Die Ladeliste. Das heißt, hier muss noch irgendwas anderes wahrscheinlich sein. Oder? Ah! Schnappt euch den Papierkram und zerstört den Rest. Alter, voll die kaputten Typen hier. Verbrennt alles. Seht zu, dass ihr die Anzeigen erwischt. Okay, dann würde ich sagen, es fängt oben an. Was ist die Reihenfolge jetzt hier?
Normalerweise markiert man das ja, ne? Was als erstes passiert ist, was als zweites passiert ist. Und als drittes. Mehr gibt es aber nicht. Es gibt nur die drei Hinweise hier irgendwie. Das würde ja auch Sinn machen. Ne? Da unten verbrennen sie das. Hier haben sie es hochbekommen. Ah, alles klar. Hier können wir ja durch. So. Keine Zeit, das Schloss zu knacken. Zurück! Dann schauen wir uns das mal an. Würde ich auch sagen. So. Nummer 1. Schnappt euch den Papierkram und zerstört den Rest. Nummer 2. Mein Vater. Nummer 3. Verbrennt alles. Seht zu, dass ihr die Anzeigen erwischt. Und weil es gequalmt hat, gab es hier eine Nummer 4. Wir haben keine Zeit, das Schloss zu knacken. Zurück! Okay, das war falsch. Okay, dann fangen wir hiermit mal an. 1. Wir haben keine Zeit, das Schloss zu knacken. Zurück! 2. Schnappt euch den Papierkram und zerstört den Rest. Ist das 3 und unten ist es dann die Nummer 4. Verbrennt alles. Seht zu, dass ihr die Anzeigen erwischt. Mehrere Männer sind in das Hauptquartier der Expedition eingebrochen. Was sie nicht mutwillig zertrümmert haben, haben sie verbrannt. Das Archiv und sogar die Zeitungen. Sehr interessant. Alle Schlüsselhinweise gefunden. So, jetzt müssen wir in die Gedankenspiele. Mann, der Typ, der hat richtig an einer Mütze. Ladeliste. Achso, müssen wir nochmal kombinieren hier. Verbrannte Zeitungen, aber gibt es da nicht noch mehr? Wow. Gedankenspiele. Das kann ich auswählen. Achso, da fehlt noch ein anderer Hinweis, ne? Ja. Gehen wir nochmal nach oben. Noch andere Hinweise finden. Den Schlüssel werde ich nicht mehr brauchen. Ja, noch mal kurz nach oben gehen.
Ja, mehr Hinweise gibt es hier auch gar nicht. So, gucken wir mal, ob das jetzt gedeckt ist. Fallmappe. Verbrannte Zeitung. Das Archiv im Hauptquartier der Expedition wurde zwar verwüstet, aber dennoch gibt es Hinweise, denen ich nachgehen kann. Verwüstete Expeditionsquartiere. Mehrere Personen, das haben wir auch schon. Teilweise verbrannte Ladeliste. Eisiger Empfang ist abgeschlossen. Verschollene Meer ist der Hauptfall. Robert Throckmorton finanzierte eine Expedition, um der Ursache für die Massenhysterie in Oakmont auf den Grund zu gehen. Dabei sollte der Meeresgrund nahe Oakmont untersucht werden. Der Kontakt mit der Expedition brach schon bald ab. Offenbar war Albert Throckmorton der einzige Überlebende, wurde bei seiner Rückkehr jedoch ermordet. Ich wurde damit beauftragt, andere Teilnehmer der Expedition ausfindig zu machen, ob sie nun tot sind oder noch am Leben. Robert Throckmorton erwartet mich mit meinem Bericht in einem Haus im südlichen Teil des Bezirks Old Grove. Okay. Dann würde ich sagen... Ach, warte mal. Ist das ja hier irgendwie abgeschlossen, ne? Diese Exemplare glitzern auf sonderbare Weise. Ich frage mich, woher sie stammen. Dann laufen wir jetzt mal zum Mr. Throckmorton. So, es gibt aber noch einen anderen Hinweis, den würde ich mir gerne mal angucken. Dazu muss ich aber nochmal die Mappe aufmachen. Ja, da laufe ich richtig geradeaus und dann links. Das hier wahrscheinlich sein. Okay, das ist nur das Polizei-Apartment. So, markieren wir mal. Okay, dann laufen wir mal rüber zu ihm. Zu Mr. Throckmorton. Das müsste ja eigentlich jetzt ausreichen vom Bericht her. Ja, mal eine Lauferei hier. Ja, mit dem Boot fahren. Oh, das war mal sehr nice.
Sehr gut. Ich glaube, der war ja in diesem großen Gebäude. Da waren wir ja auch schon mal drin.